Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Hier sind wir immer noch bei Final Fantasy 7. Ihr seid auf dem Channel von Rockkartoffel LP. Und mit dabei ist der... Stinky! Tachchen Stinky! Hallöchen! So, und wir sind jetzt hier. Okay, versuch's mal. Erzähl mal uns eine Story, Rockel. Gib alles. Puh. Wir gehen Sephiroth hinterher. Sephiroth sucht wohl das verheißene Land. Das verheißene Land. Ein Land voller Mako-Energie. Das glauben zumindest die Shinra. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich existiert. Die Setras kehren ins verheißene Land zurück. Ein Land, das endloses Glück verspricht. Setra, ist das eine Krankheit? So nennen sich das alte Volk. So nennen sich das alte Volk. Hey, hast du den alten am Cosmo Canyon nicht zugehört? Du weißt nicht, wo das verheißene Land des alten Volkes ist? Du suchst und reist, bis du es fühlst. Du weißt es einfach. Das ist das verheißene Land. Eris, fühlst du es auch? Es grummelt im Bauch. Ich glaube schon. Sephiroth reist also in der ganzen Welt herum, weil er das verheißene Land sucht? Stimmt das? Ja, und er sucht noch etwas anderes. Die schwarze Substanz. Ich habe von Dio gehört, dass ein Mann mit einem schwarzen Umhang die schwarze Substanz sucht. Ich weiß nicht mal, was der schwarze Umhang ist. Wie viele Männer mit schwarzem Umhang und Zahlentätowierungen gibt es? Du weißt natürlich... Meine Tätowierung ist die Nummer 13. Wie hast du die Tätowierung bekommen? Hojo hat sie gemacht. Alles andere sind nur Kriegswunden, aber die Zahl hat Hojo gemacht. Es gibt also mindestens 13? Weißt du, ich glaube, Hojo hat den Männern in den schwarzen Umhängen etwas getan. Aber ich weiß nicht was. Es hat aber mit Sephiroth zu tun. Deshalb glaube ich, wir sollten nun Sephiroth selber hinterher. Ja, ich auch. Das ist alles verdammt kompliziert. Und? Tut mir leid, vergiss es. Die Blume wackelt im Hintergrund so übelst episch. Ich glaube, ich bin müde. Ich gehe jetzt ins Bett. Was war das? Ganz plötzlich hat die Blume gewackelt. Was? Das ist alles? Ich gehe ins Bett. Ist das alles? Wie wär's mit der schwarzen Substanz? Du würdest es nicht verstehen, selbst wenn ich es dir sagen würde. Jetzt müssen wir uns doch nur noch an die Arbeit machen. Morgen fangen wir an. Rocky. Ich bin Nummer 13. Ob ich auch wahnsinnig werde? Ich weiß nicht, was Hojo dir getan hat, aber bis jetzt warst du okay, oder? Aber... Sei stark! Miau! Hör auf, Red 13, sei stark! Tifer? Du bist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Ich weiß nicht, was abgeht, aber wir sind in einer schlimmen Situation. Hey, Sid, lass uns in unsere Zimmer zurückgehen. Das hast du wunderbar gemacht. Ich bin echt stolz auf dich. Danke. War ja fast ein Monolog. Ich glaube, es blitzt. Ach, warte, sag an. Rocky! Was ist los? Ich habe mir überlegt, was ich sagen will, aber es ist ein bisschen peinlich. Was ist los, Schneckchen, hä? Hey, Rocky! Wie wär's? Sollen wir uns von hier wegschleichen, um ein bisschen alleine zu sein? Sag ja, sag ja, sag ja! Komm, lass uns gehen! Hey!
Na toll. Alleine wolltet ihr sein. Heute Abend ist Zaubernacht. Alle Attraktionen sind kostenlos. Wie wär's jetzt weiter? Es gibt eine Unterhaltungsshow im Event Square. Komm, gehen wir. Stinky wird jetzt einfach komplett ausgeschaltet. Episch in dich reinflutscht. Glückwunsch! Achso, mach du. Ihr seid unser unterhaltendstes Paar heute. Unterhaltendstens? Ja genau, unser unterhaltendstes, hundertstes Paar seid ihr. Ihr beiden seid die Hauptdarsteller in unserer heutigen Show. Ich hasse das Spiel. Hä? Oh nein, es ist nicht schwer. Spielt einfach, was ihr wollt. Den Rest erledigt dann schon das Ensemble. Ensemble heißt das. Ensemble. Hier geht's lang. Hey! Klingt witzig. Komm schon, Rocky, wir probieren's! Dummtier. Los, Rocky, nimm die Beine in der Hand, ab geht er. Der Peter. Warte, jetzt muss ich meine Erzählerstimme aufsetzen. Dann mach vor mal. Langer, langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxie. Okay, nee. Erschien über dem friedlichen Königreich der Galdia ein böser Schatten. Prinzessin Rosa wurde soeben von dem bösen Drachenkönig Valvados entführt. Was wird mit ihr geschehen? In diesem Augenblick eilt der saugenumwobene Alfred zur Hilfe. Oh Gott. Oh, du bist bestimmt der saugenumwobene Held, Alfred. Ne. Hey, du bist dran. Am Arsch. Genau, du. Ja. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held, Alfred. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Bitte, bitte rettet die Prinzessin Rosa. Nun sprich bitte zum König. Oh, sagenumwobener Held Alfred, du bist gekommen, meine geliebte Rosa zu retten. Auf dem Gipfel eines gefährlichen Berges haust der böse Drachenkönig Valvados, der Prinzessin Rosa entführt hat. Aber du kannst den bösen Drachenkönig jetzt nicht besiegen. Wende dich an einen, der dir helfen kann. Alter. Ach du Scheiße. What the hell? Ich will auf jeden Fall den Zauberer. Der Ritter ist mir irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin der große Zauberer Wormon. Was möchtest du wissen? Ja, was willst du denn wissen? Die Maße der Prinzessin. Sehr gut. Oh, was wird als nächstes geschehen? Oh, sagenumwobener Held. Sieh nur. Was denn? Du wagst es, den bösen Drachenkönig zu missachten? Mitzuachten? Cool. Bitte ein bisschen bedrohlicher. What? Ein bisschen bedrohlicher. Mit STH bedrohlicher. Ich push mir ein. Achso, ich bin der böse Drachenkönig, Valvados. Ich habe der Prinzessin kein Leid zugefügt. Ich habe auf dich gewartet. Bitte hilf mir, sagenumwobener Held. So? Wer ist dein Feind? Sag es. Ja, wer ist denn unser Feind? Sag mir das doch. Hat das eigentlich mit uns oder mit ihr gerade? Ey, ich hab keine Ahnung. Der böse Drachenkönig.
Was? Frisch aufgestanden, zuerst mal strecken. Das bist du. Nee, das bist du. Du bist das hübsche Mädchen. Ich danke dir. Du hast Alter, Stinky. Jetzt reiß das Niveau nicht runter. Doch. Ich danke dir, du hast mich vom Bann des Zaubers befreit. Was? Ich mach doch keine Weiberstimme. Doch, du machst jetzt sofort eine Weiberstimme. Jetzt mach. Ich brech das LP ab. Nö. Nö. Du machst jetzt sofort. Du hast mich vom Bann des Zaubers befreit. Ich bin wieder ich selbst. Alter, nee, bitte, bitte, nein. Ich danke dir. Du hast mich vom Bann des Zaubers befreit. Ich bin wieder ich selbst. Du musst das hier rauskommen, Stinky, während sowas. Oh, sieh. Die Liebe hat gesiegt. Wir wollen zurückkehren und feiern. Ja, wir wollen. Ja, wir wollen. Ja, wir wollen. Ach du Scheiße. Oh ja, ah. Oh mein Gott, Alter. Oh, wie ist die Macht der Liebe unergründlich. Und wenn unser sagenumwobener Held Alfred nicht gestorben ist, lebt er mitsamt unserer Geschichte noch heute. Hey, was soll das? Das kann doch nicht das Ende sein. But it seems so, my dear. Vor der nächsten Aufnahme lernst du bei mir nochmal ein bisschen Grundkurs im Frauenstimmen nachmachen. Am Arsch, mein Bester. Das war lustig. Hey, lass uns als nächstes zur Gondel gehen. Moi, Uschi Puschi. Da waren wir doch vorhin schon mal, ne? Ja. Hm. Hätten wir doch lieber schon mal ein Ticket gekauft. Zweimal bitte. Du bist dran, Frauenstimme bitte. Bitte. Wenn du jetzt diese vier Wörter nicht wenigstens in deiner Frauenstimme sagen kannst, dann fliegst du gleich raus. Dann fliege ich raus. Bitte, Stinky, bitte. Bitte schön. Zwei Fahrkarten. Na, wenigstens mal ein bisschen die Stimme verändert. Ich leg mal den Controller aus der Hand. Oh, wie hübsch. Wir können uns da vorne legen, sehr cool. Bisschen schaukeln. Das sieht nach was anderem aus, aber ist egal. Wie er instinktiv schneller macht, na gut. So, was passiert denn hier eigentlich jetzt? Nichts. Oh, Rocky! Cutscene! Das ist doch hübsch, oder? Kannst du auch mal sagen? Okay, ich sag's einfach frank und frei heraus. Was? Eris könnte es wahrscheinlich ganz einfach frei heraus sagen. Ich glaube, die liebt dich. Rocky? Manchmal ist es ganz schön schwierig, sehr... Ich meine, es kommt vor allem auf den richtigen Moment an. Schon. Rocky? Ich. Schweige. Hm. Dieser fette Chocobo auf dem Haus ist geil. Erinnert mich irgendwie an gewisse andere Leute namens The Stinky. Rocky, ich habe mich wirklich köstlich amüsiert heute Abend. Übrigens, was wolltest du vorhin sagen? Nichts. Nichts. Hä? Oh, es ist schon spät, wir müssen zurück. Oh.
aus. Finde ich gerade ein bisschen traurig. Ist okay, Rocky. Pick kommt schon wieder. Bau. Schuppen, bi, babenbu. Schappen, bi, bau. Miau. Bi, bu, bi, bi, bau. Das ist Kajith. Er scheint mir seltsam. Ist das der Schlüsselstein? Hey, Kajith! Der Arsch hat den Stein geklaut. Und das hat er nicht einfach so getan. Oh. Oh. Oh, oh. Hm? Nochmal! Wo ist er hin? Tja. Jetzt hast du ein Problem. Oh. Da ist er. Verfolg ihn! Schneller! Oh, der fette Chocobo rettet ihn. Schützt ihn. Lass uns doch mal das sehr viele GP holen und ein bisschen Spaß haben. Warum rennt er vor uns weg? Was hat er mit dem Schlüsselstein vor? Wir müssen ihn bestimmt bei einem Chocobo-Rennen wieder gewinnen. Und das machen wir. Ah. Ich hab gedacht, der läuft jetzt einmal rum. Nee, ihr müsst fangen spielen. Was hätte er denn jetzt gemacht, wenn wir die andere Richtung gelaufen wären? Ich hab keine Ahnung. Der ist doch nicht einfach mit den Shinra hier zusammen, oder? Hierher! Was? Ich hab grad nicht lesen können. Alter! Nee. Gut gemacht. Hey! Warte doch mal, ich laufe nicht weg und ich verstecke mich nicht. Ja, ich war ein Spion, die Shinra haben mich angeheuert. Halte uns nicht zum Narren. Ich konnte nicht anders. Warum machen wir nicht einfach weiter, als wäre nichts geschehen? Auf keinen Fall, Freundchen. Das ist ganz schön mutig von dir, dich wie ein Freund zu benehmen, obwohl du ein Spion bist. Also was dann? Willst du mich in Stücke hauen oder sowas? Das würde überhaupt nichts bringen, mein Körper ist nur ein Spielzeug. Mein wirklicher Körper befindet sich in der Shinra-Zentrale, von dort aus bediene ich den Kram, der vor mir steht. Der vor dir steht, meine ich. Du bist also von den Shinra? Wer bist du? Ich kann dir meinen Namen nicht sagen. Das führt doch zu nichts. Siehst du, ich hab's dir gesagt, also Schluss mit dem Gerede. Warum gehen wir nicht einfach weiter? Denkst du, ich mach Witze? Schon gut, ich arbeite für die Shinra. Aber ich bin deswegen noch lange nicht dein Feind. Da ist noch was, das mir zu schaffen macht. Ich glaube, es ist die Art, wie ihr alle lebt. Hm. Ihr werdet nicht bezahlt und kriegt keine Anerkennung für das, was ihr tut. Aber trotzdem setzt ihr bei dieser Reise euer Leben aufs Spiel. Wenn ich mir das so ansehe, dann muss ich über mein eigenes Leben nachdenken. Und dann denke ich mir, dass ich so wie bisher nicht weiterleben kann. Du liegst schon wieder! Er wird nie die Wahrheit sagen. Einmal Spion, immer Spion. Mit so jemandem können wir nichts anfangen. Los, wach endlich auf. Wie ich es mir gedacht habe, reden hat überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe mich auf so etwas vorbereitet. Hört dir das doch mal an. Fatih, tiefer. Marlene. Hey, das ist tiefer. Tifa, you know what? Was? Vergessen zu übersetzen. Also, ihr müsst machen, was ich sage. Du bist sowas von niederträchtig. Das wollte ich eigentlich nicht tun, schmutzige Tricks anwenden und Geiseln nehmen. Aber so ist das nun mal. Keine Kompromisse. Warum machen wir eigentlich nicht weiter wie vorher? Übrigens, du weißt es wahrscheinlich noch gar nicht. Der Schlüsselstein ist der Schlüssel zum Tempel des alten Volkes. Du gehst trotzdem hin, oder? Ich weiß, wo er ist. Ich zeig's dir dann nachher. Die Shinra sind schon dort gewesen, aber damit müssen wir uns abfinden. Du kleine, hässliche Katze. Das lässt sich wohl nicht ändern. Wir tun, was er sagt. Marlene. Gut, da würde ich sagen, wir gehen mal zum Tempel des alten Volkes und heizen dort mal richtig die Bude ein.
Jo, diese alte, hinterlistige Dreckskatze. Ich habe ja schon immer gesagt, dass Katzen doof sind. Vor allem stinkende Katzen. So, gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Oh, kann man sogar wirklich öffnen. Elixier erhalten. Siehst du, ich wusste, dass Alkohol ein Elixier ist. Hier steht so eine, wie nennen wir das nochmal? Guillotine. Genau, Guillotine. So. Ist quasi für Finger gedacht. Für Diebe. Warum hast du so lange gebraucht, Rocky? Oh ja, was den Tempel des alten Volkes angeht, ich glaube, wenn wir Tiny Bronco nach Osten in Richtung Meer nehmen, sollten wir ihn finden. Sollen wir dann gehen? Wer geht? Ich will gehen. Ich gehe, ganz bestimmt. Ganz toll. Super, dann werden wir jetzt also gezwungen, Eris mitzunehmen, oder können wir die noch wechseln? Nö, können wir nicht. Gut, dann nehmen wir jetzt noch einen relativ hohen Charakter mit. Die hier nehme ich auf jeden Fall nicht mit. Nee. Komm, wir haben Sid noch nicht einmal mitgenommen. Los. Dann rüsten wir den nochmal am besten mit Substances aus. Mhm. Oh, ja. Mittlerweile weiß ich ja, wie es funktioniert, glaube ich. Moment. Oh, komm. Du hast gerade groß getönt, dass du weißt, wie es funktioniert. Ja, ich weiß es jetzt auch nochmal. Na, okay. So. Sit. Vincent haben wir auch nicht dabei. Den machen wir dann auch wieder raus. So. Und dann hauen wir dem hier einiges rein, würde ich sagen. Nämlich zum einen. Gut, haben wir jetzt alles mal durch. Dann machen wir auf jeden Fall alle. Und sagt mir doch, alle wo ist es? Eine gute Kombination. Was hast du gerade gesagt? Alle und alle. Ist eine Top-Kombination. Ach so, ja, natürlich. Das ist immer sehr schön. So, dann holen wir... Heilen und alle. Nee, hier fehlt irgendwie was. Das war das... Ah, da. Wiederherstellen war das. Wiederherstellen und alle. Was macht Wiederherstellen? Wiederherstellen ist heilen. Und heilen ist, was anderes. Ich habe keine Ahnung, für was das gut sein soll. Mhm. Dann machen wir hier noch die zwei... Dinger hier. Da geben wir dem noch Chocomock mit. Und natürlich auch noch Eis und verwandeln. Gut. Dann... Nee, ich war noch fertig. Substanzen, Eris und der rüsten wir auch noch ein bisschen was aus. Nee, für die hatten wir, glaube ich, sogar noch was Besseres. Moment. Nee, nicht. Warum hatten wir für die nichts Besseres? Müssen wir gleich nochmal irgendwie was kaufen gehen, glaube ich. I think so too. So, die hat jetzt natürlich gar nichts, was Damage macht. Das ist jetzt sau doof. Doch, Feuer. Komm, Feuer geben wir da mit. Haben wir noch eine Alle-Substanz? Nö. Nope. Ich habe eine bessere Idee. Wir nehmen dem alle ab und geben dem noch Stehlen mit rein. Dann können wir nämlich bei der Feuer machen, jetzt mal so ganz cool, alle und Feuer. Dann geben wir der noch mystifizieren und heilen. Dann noch Ifrit und Odin. Und Gegenangriff, bestimmt auch ganz gut. Wenn es jetzt das bewirkt, was ich mir denke. Dass sie quasi gut. Gegenangriff startet, wenn sie angegriffen wird. Also quasi einmal mehr angreifen darf. Genau. Ist das so? Habe ich bisher auch so verstanden. Und ich glaube, das hat auch der Belfer LP letztens gesagt. Ah. Gut, dann würde ich aber trotzdem an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das war wieder der heutige Part von Final Fantasy VII. Ich bedanke mich natürlich nicht nur bei euch, sondern auch beim Stinky. Und sage auf Wiedersehen und bis morgen. Tschüss. Was ist denn, wenn ich jetzt nicht hier Schluss machen möchte? Hm? Dann drücke ich einfach auf Aufnahme beenden. Na, dann drück doch. Tschüss.